In unserem heutigen Statement im Rahmen von Puff und Du geht es um das Obdachlosenheim in der Ingolstädter Straße. Grüß Gott, liebe Pfaffenhofnerinnen und Pfaffenhofner. Wir stehen hier gemeinsam mit Frank Fahlhaber, dem Stadtpfarrer von Pfaffenhofen. Grüß Gott. Vor dem neuen Obdachlosenheim in der Ingolstädter Straße, das in einer fast Rekordbauzeit von 5 Monaten errichtet wurde. Und das in 8 Wohneinheiten Platz für obdachlose Menschen bietet, darunter auch Platz für 2 Familienwohneinheiten. Und der Stadtrat von Pfaffenhofen hat nach jahrelanger Diskussion jetzt sich endlich entschieden, im letzten Jahr eine neue Obdachlosenunterkunft zu bauen, weil die Zustände an den Wohncontainern am Schlachthofgelände, die waren menschenunwürdig zum Teil und untragbar. Und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, hier mit einem Aufwand von rund 350.000 Euro eine Wohnanlage zu erstellen, die den Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, die ihre Wohnung verloren haben, die keine Unterkunft mehr haben, endlich hier ein Dach über den Kopf zu ermöglichen und denen eine menschenwürdige Unterkunft zu bieten und gleichzeitig auch mit dem neuen Trägerverein, dem SKM Pfaffenhofen, da wird der Pfarrer Fahlhaber später Näheres dazu erläutern, endlich die Leute auch zu unterstützen und die Wiedereingliederung in ein normales Leben zu ermöglichen. Da möchte ich auch gleich weiterleiten an Herrn Stadtpfarrer, der uns zum neuen Trägerverein und zu den Aufgaben dazu mehr sagen wird. Nachdem dieses Haus an der Ingolstädter Straße jetzt mittlerweile von 3 Erwachsenen und einem kleinen Kind bewohnt ist, geht es jetzt darum, den Menschen nicht nur ein Dach über dem Kopf zu bieten, sondern sie auch zu begleiten. Die Konzeption basiert auf 2 Gedanken. Der eine Gedanke sind die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die sich schon lange bereit erklärt haben, hier im Haus mitzuarbeiten. Und die andere Säule unserer Konzeption ist ein Mitarbeiter, der hier vor Ort auch sein wird, der hier im Haus präsent sein wird, um den Menschen, die hier einziehen müssen, Hilfe und Unterstützung zu geben. Diese Hilfe sieht vor, dass es eine Unterstützung ist bei Behördengängen, dass es auch psychologische Unterstützung ist, damit diese Menschen nach ihrem Zusammenbruch, ihrem wirtschaftlichen Zusammenbruch wieder auf die Beine kommen, wieder integriert werden können in ein neues Leben. Und da ist Hilfe notwendig, das erschafft erfahrungsgemäß jemand nicht aus eigenem Antrieb. Wir haben unser Konzept dem Stadtrat von Pfaffenhofen vorgelegt, der Stadtrat hat es angenommen und wir sind froh und dankbar dafür, dass wir hier vor Ort unter dem Dach dieses Hauses, das die Stadt errichtet hat und mit den Vereinsmitgliedern und den Mitarbeitern diese Hilfe gewähren können. Dazu kommt natürlich auch der Gedanke, der noch ausgebaut werden muss, dass wir präventiv eintreten können, vielleicht sogar schon im Vorfeld in der Zukunft, damit es gar nicht so weit kommt, dass jemand hier einziehen muss. Zum Schluss, liebe Pfaffenhofner, ein Aufruf an Sie, wenn Sie sich beteiligen wollen, wenn Sie Hilfe leisten wollen, ob jetzt mit Tatkraft oder auch mit Geld. Herr Stadtpfarrer, wo kann man sich hinwenden, wenn man mithelfen will oder wenn man auch Geld spenden will? Zunächst ins katholische Pfarramt. Dort wird es auch die Informationen geben. Wir werden vom Verein aus demnächst eine Mitgliederversammlung anbieten, zu der alle eingeladen sind, die mithelfen wollen, um diese ehrenamtliche Arbeit auch zu koordinieren und zu kanalisieren. Nachdem der Mitarbeiter jetzt gefunden ist, wollen wir das anstoßen in der Zeit nach Ostern. Wir freuen uns über jede und jeden, der bereit ist, hier mitzumachen und das Seine einzubringen. Für heute sagen wir Ihnen ein herzliches Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.